So, Shelf Control, magst du noch mal ein weiter drücken? Diesmal haben wir wieder ein tolles Buch dabei, und zwar, das ist die Logik des Misslingens. Total cool. Es greift auch so ein paar Sachen auf, nämlich auch darüber, dieses, was, wenn du jetzt irgendwie so besonders emotional bist oder so, dann triffst du halt andere Entscheidungen. Aber vor allen Dingen geht es hier um Komplexität von Systemen und Regelungsprozessen. Also wenn wir so im Bereich der Kybernetik unterwegs sind, also wo dann irgendwie so Sachen ineinander greifen und es so Effekte, Rebound-Effekte, Verstärkungs- und so weiter, Effekte gibt und so weiter, dann versucht man sich ja vor allen Dingen so eine Welt zu erschließen, die halt komplexer ist als einfach so, ich schmeiß hier was rein und da unten kommt was raus. Und der Dörner zeigt an ganz vielen tollen Beispielen, warum das so ist, nicht nur kognitiv, sondern eben auch anhand von sehr lebhaften Beispielen, so aus Entwicklungshilfe oder aus Reaktorkatastrophen oder eben auch aus, wie funktioniert Gesellschaft, dass es halt eben nicht damit getan ist, nur einfach zu sagen, ja, okay, gut, ich habe jetzt hier diesen einen Fokus gefunden und daran drehe ich jetzt. Das ist zum Beispiel etwas, das, wo Silicon Valley sich aber sehr gern beinstellt, so mit so einer Hyperfokussierung auf so First Principle Thinking. Es ist nur dieser eine Effekt und das ist egal so. Oder dass man versucht, sich die Welt zu simplifizieren. Mensch ist eine Reizreaktionsmaschine. Ja, ich schmeiß oben Reiz rein, kommt unten Geld raus und so. Das sind halt eben alles Dinge, die am Ende dazu führen, dass sie vielleicht so ein bisschen klappen, aber dann irgendwie dann doch nicht. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir uns ja hier mit komplexen Sachen bewegen. Also sprich, wenn wir sagen, wir möchten ja hier auch am Ende eine neue Welt denken, eine neue Gesellschaftsart oder eine neue Art, wie wir wirtschaften. So, dann müssen wir halt eben auch wissen, an welche Fallen man tappen kann dabei. Nicht, dass das Buch einem jetzt da komplett bei hilft, aber es hilft einem eben selber darüber zu reflektieren und auch ein bisschen in Demut zu sein über, was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren und eben, wo kann ich dann wirklich große Fehler machen. Ein Beispiel ist dabei zum Beispiel das Übersteuern. Dadurch, dass ich vom System zwar bestimmte Effekte kenne und so weiter, aber zum Beispiel die Folge meines Handels dann erst verspätet sehe oder vielleicht dann auch noch eine Unbekannte drin ist, neigt es dazu, dass ich dann einen Regler, der vielleicht einen großen Effekt hat, zu sehr andrehe und damit kommt das ganze Gerät, das ganze System dann so weit in Reaktion, dass es anschließend in einen neuen Gleichgewichtszustand mit neuen Systemeigenschaften kommt und so. Es ist wirklich ein ganz tolles, spannendes Buch, kann ich sehr empfehlen.